Flamen und Wallonen führen eine schlechte Ehe. Sie können nicht ohne einander und auch nicht mit. Seit 8 Monaten haben die Belgier keine Regierung. Zum Glück haben sie Humor. Erst koalieren, dann kopulieren, fordert Marleen Themamann. Die flämische Senatorin ist passenderweise Frauenärztin und denkt sogar über Entschädigungen für Prostituierte nach. Lasst uns einen Sexstreik machen, bis wir eine Regierung haben. Natürlich ist das etwas anzüglich, nicht ganz ernst gemeint. Die Leute lachen darüber. Dabei ist Liebesentzug ein echtes Druckmittel. In Kenia hat es auch geklappt. Und schon in der Antike sind die Krieger Spartas und Athens plötzlich ganz schnell zum Schluss gekommen. Okay, ganz lustig, aber das ist doch nicht effektiv. Mit mir nicht. Ja, doch, das hat immer geklappt in der Geschichte. Wahrscheinlich ist es das, was wir jetzt brauchen. Es gibt Belgier, die sich aus Protest die Bärte wachsen lassen. Belgier, die ihre Steuern zurückfordern. Belgier, die demonstrieren sowieso. Ende März könnten sie alle gemeinsam den Weltrekord brechen. Nur der Irak war bislang länger ohne Regierung.